Oh, hier hat, glaube ich, was abgelammt. Da ist schon wieder ein kleines neues Leben, das Schäfer Norbert Rüschen und seine Kollegin beim stündlichen Kontrollgang entdeckt haben. Kein anderes Mutterschaf soll ihre Beziehung stören. Auch deshalb werden das Neugeborene und seine Mutter erstmal von der Herde getrennt. Sie folgt instinktiv dem Geruch ihres Kindes. Jede Schafmutter kann ihr eigenes Lamm hier unter so vielen herausriechen. Es ist schon ordentlich was los. Also wir haben bis zu 40 Ablammungen am Tag gehabt schon. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger. Aber so eine Ablammzeit ist immer sehr stressig, ja. Aber auch schön. Aber auch schön, ja. Und dann geht's los mit dem Lämmertaxi. So nennt Norbert Rüschen das kleine Gespann, mit dem er auch den Neuzugang in ein Nebengebäude bringt. Hier bekommen alle Neugeborenen mit ihren Müttern erstmal ein exklusives Einzelzimmer für 1 bis 2 Tage. Komfortabel für sie, viel Aufwand für den Schäfer, doch er macht's gerne. Ja, der Spaß an den Tieren, absolut. Das macht ja so viel Spaß, auch dann im Sommer mit den Schafen draußen im Moor zu sein. Das ist ja sehr super, das ist ja ein tolles Arbeiten. Und dann nimmt man halt diese stressigen Monate in Kauf und ja, weil es einfach Spaß macht. Während das Kleine gerade erst auf der Welt schon nach künftigen Spielkameraden Ausschau hält, machen Norbert Rüschen und seine Kollegin Lämmer Kontrolle. Jedes Bäuchlein wird kurz abgetastet. Damit ich sehe, ob es gesoffen hat, ob es Milch im Bauch hat. Kann ich hier drunter fassen und merke, oh, der ist satt, der ist gut zufrieden. Und wenn die Mutti nicht genug oder gar keine Milch hat, gibt Edith Lux das Fläschchen. Dass ich hier ein anderes Mutterschaf finde, dass ich es adoptieren kann, muss es mit der Flasche zugefüttert werden. So wird hier jedes Lämmchen groß und stark genug, um am 3. Lebenstag in die 5er Mutter-Kind-WG zu kommen. Auch die wird nach ein paar Tagen aufgelöst. Wieder ein Fall fürs Lämmertaxi in umgekehrter Richtung. Im großen Stall sollen sich die Kleinen nun an die Herde gewöhnen. So zieht Norbert Rüschen hier gerade viele neue Landschaftspfleger heran. Was gut ist, denn ihr Arbeitsplatz ist ziemlich groß.